Hi YouTube, ja, eigentlich sollte diese Woche wieder ein Let's Build kommen, allerdings habe ich die Zeit leider nicht dafür gefunden und deshalb gibt es jetzt ein kleineres, ja, kürzeres Video, in dem ich mich schon mal vorbereiten werde und zwar auf die Fassadenserie, die ich ja geplant hatte und die auch relativ großen Zuspruch von euch bekommen hat. Und ja, in dieser Serie möchte ich euch eben zeigen, wie ich Fassaden baue, moderne Fassaden vor allem. Und ja, ich kann es halt euch bloß zeigen, wie es ich machen würde. Jeder Geschmack ist verschieden und ja, ich zeige euch einfach mal, was ich für schön empfinde. Und da hätte ich eben ein paar Infos von euch gebraucht. Und zwar soll ich das mit diesem Texture Pack machen, also mit dem Flows HD. Wenn nicht, soll ich es dann in Default machen oder in, keine Ahnung, Mises? Das wurde jetzt auch schon wieder öfters gewünscht und ja. Das wäre nett, wenn ihr mir das unten in die Kommentare schreiben könntet. Zudem wollte ich noch wissen, ob ihr jetzt wieder den Shader wollt oder nicht. Ich habe ihn mal eine Zeit lang wieder drinnen gelassen, aber irgendwie finde ich für die 1.8.1 immer noch keinen schönen Shader, der ja nicht zu viel Leistung braucht. Und ja, da könnt ihr mir ja auch unten mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ja, hier drüben hätte ich euch jetzt gerne noch was gezeigt und zwar, ich werde euch wahrscheinlich in den Fassadenvideos dann zeigen, wie man auch größere Fassaden baut, ohne dass die langweilig wirken. Ja, jetzt meine Frage noch, noch eine Frage an euch. Wollt ihr eher hellere Farben, also so wie ich momentan hier baue? Oder soll ich das Ganze dunkler halten? Und ja, ich weiß nicht, das. Ja, manche von euch wollen, schwer zu erklären, solche Steinfassaden überhaupt nicht. Ich bin jetzt der totale Fan von sowas und ich finde, das nennt man Sichtbeton, finde ich eben sehr, sehr cool. Und ja, mich würde mal interessieren, was für Fassaden euch am meisten interessieren. Also eher welche aus Holz und ja, weißem Putz oder eben auch viel mit hier drüben haben wir es. Viel mit Stein, also hauptsächlich Beton und eben die Double Slabs Dinger da. Und ja, das wäre mir auch noch relativ wichtig. Und ja, dann sage ich schon mal Dankeschön. Ich versuche bis nächste Woche das Let's Build hinzubekommen. Und ja, dann könnt ihr mir ja gerne noch mal unten in die Kommentare etwas schreiben. Falls ihr auch wollt, dass ich neben den modernen Fassaden auch altmodische zeigen soll. Also das habe jetzt nicht ich gebaut, sondern FG6B. Aber sowas könnte ich euch auch mal ja, ein bisschen näher bringen, was ich da am besten finde oder wie man sowas am schönsten gestalten kann, ohne dass es gleich wieder billig aussieht. Und ja, das hat er echt sehr, sehr schön gelöst. Und ja, falls ihr das auch noch wollt, dann kann ich das extra als kleines ja, Zusatzding auch noch machen. Aber wie gesagt, ich brauche dazu eure Hilfe. Ihr müsst mir unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie ich es am besten machen soll und ja, möglichst zeitnah. Also dann nochmal Dankeschön und vielleicht schaffe ich es bis nächste Woche mit dem Let's Build von diesem Haus. Also auch wieder die Inneneinrichtung und ja, die fertige Vorstellung folgt dann in der darauffolgenden. Ja, noch einen kleinen Anlass. Viele von euch haben mir auch private Mails oder auch in den Kommentaren geschrieben, was Lissen und Rapsen zurzeit machen, weil da ist es ja mit den Videos auch relativ mau geworden. Und dazu kann ich eigentlich nur sagen, schaut mal auf deren Kanalseite vorbei. In der Videobeschreibung oder in der Kanalbeschreibung steht da einiges drinnen. Und auch auf Facebook haben sie sich, glaube ich, inzwischen dazu geäußert. Ja, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall. Jetzt noch einen schönen ja, Tag und viele von euch haben ja Ferien. Schöne Ostern, falls wir uns davor nicht mehr sehen. Also, ciao.